Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Origami. Genial. Ah, da sind die. Und wenn man hier auf den Baum schlägt, gibt's wieder drei Toads. Ey, das war gerade wirklich Zufall. Da hat plötzlich diese Glocke geklingelt und dann dachte ich, ja. Ja, dann mal los. Ich muss mal den Spielton ein bisschen leiser machen bei mir. Und ja. Oh, fuck. Oh. Ah ja, Bobby! Okay, fight, ihr wollt. Quatsch, quatsch, quatsch. Oh man, dieser Part ist der verrückteste Anfang. Ja, einer der verrücktesten Anfänge, die es gibt. Oh, dann hätte ich vielleicht doch mal die Toads wieder einsetzen sollen. Meine Best Friends, die Toads. Warte mal, ich jetzt mal ganz kurz da. Und dann jetzt haben wir es auch schon so langsam ein bisschen kaputt. Oh, das Geld wird auch noch knapper, als ich dachte. Ach, und wenn, kämpfe ich mit normalen Angriffen. Zum Beispiel hier, das ist jetzt ein bisschen egal, wie ich jetzt da angreife. Stimmt, die kannst du auf den Boden drehen, dann kannst du die ja eigentlich aufnehmen. 7 Schaden! Umgekickt. Und was steht da? Also umgekickt. Oh, ach, keine Ahnung. Was stand da? Egal. Egal, wir nochmal. Glitzerstiefel. Bam, 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 bam. Ich habe gerade gedacht, die haben es überlebt. Also dann. Ja, oberkrass. Ich glaube, das ist einfach nicht Onkel Mario toll. Jetzt haben wir es auch schon. Wir kommen kaum noch ein paar Meter weit, bevor Bobby wieder verschwindet. Sucht er den Ärger oder findet er den Ärger immer einfach besonders schnell? Ich weiß es nicht. Stimmt, Bobby ist ja schon wieder weg. Ja. Ja, hallo, hallo, lass mich mal hier. Er kann nicht bei der Feuerblume ja als Waffe nehmen jetzt. So, jetzt kriegt ihr aber euer blaues Wunder. Jetzt aber. Okay, 5 KP ist. Leute, ich habe dazugelernt. Ich habe dazugelernt, Leute. Blaues Köpfchen. Ich habe gerade, nee, ich habe gerade wirklich dazugelernt. Ich habe jetzt wirklich mal endlich mal wieder etwas gemacht, was gut ist. Nicht lauter das Mikrofon, vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben tun. Wäre vielleicht besser. Hauptsache, ich guck halt nicht zur Kamera, ich guck halt so. Oh. Die Kamera ist halt da. Und ich guck ja so. Aber nicht so, weil da oben ist die Kamera. Aber ja, deswegen irgendwie will ich die Kamera hier so vorne hinstellen, dass man halt so rauf guckt, dass man auch, dass ich dann so spiele halt. Dass mich die Kamera auch so sieht, aber das, naja, dauert halt dann. Oh, egal. Ja, also ich dachte, wir schaffen heute das zum Wasserpergamentum, also Tempo generell. Aber irgendwie. Oh. Ey, das war gerade eigentlich nur ein Zufall, dass ich runtergefallen bin. Loh, das war gerade wirklich ein Zufall.
Oh Mann, der Bobby tut mir leid. Also nochmal. Hey, wo ist der? Bin ich halt bekloppt? Hey, wo ist der? Hey, warum ist er denn jetzt da? Ich muss ihn nicht verstehen, oder? Ah ja, ich muss Bobby, glaube ich, nicht verstehen, oder? Ich meine es halt wirklich. Irgendwie verstehe ich Bobby nicht. Ich hatte eine Idee. Ja, dann brauche ich aber jetzt keinen Glitzerhammer. Also dann brauche ich jetzt keinen Glitzerhammer. Und ich rutsche da schon wieder. Das ist so scheiße. Ich glaube... Ja, egal. Warte, doch ein Glitzerhammer. Ein normaler Hammer reicht für die. Oh. 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 Habe ich jetzt wirklich unnötig Glitzersachen verwendet? Oh. Ja, bitte mehr Kastanien. Ey, das ist ein Tod! Ach, sieh ihn mir nur an. Wir haben die ganze Gegend nach ihm abgesucht und da das Schlimmste ausgemacht. Und jetzt schläft er ganz viel. Schub sie mal ganz sachte an. Hm? Oh, hallo, Onkel M. Ich habe eine Abkürzung gefunden, als ich den Hügel runtergerollt. Kodak bin! Toll, oder? Ich kann schon wieder nicht sprechen. Er hat richtig lange gebraucht, um hinterher zu kommen, da ich ja etwas wohl weggeknickt bin. Zum Glück haben wir dich wiedergefunden. Ich bin froh, dass wir dich jetzt nicht mehr suchen müssen. Müssen wir nicht, oder? Lass uns jetzt endlich zum Tempel des Wasserpergamentum gehen. Darauf warten wir eigentlich schon wieder. Klingt gut, nicht weggehen. Tempel des Wasserpergamentum. Wir sind auf dem Weg. Hallo? 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 Ah ja. Blatter Eohihi. Ja, noch ein paar Toads mitgenommen. Läuft. Ah, jetzt kommen wir doch da hoch. Jetzt, da war ja, dann das heißt, wir gehen jetzt so im Kreis, ja. Wir gehen jetzt da hoch. Ey, Geld seit langem wieder gefunden. Wenn es so weitergehen kann, können wir vielleicht fast alle Löcher finden. Oder wie viel haben wir? Ja, Löcher haben wir sehr viele. Und sonst haben wir alles auf 50%. Ist gut, okay. Ist okay. 50% bei allen. Bis auf Löcher. Okay. Ich suche noch eine Nase, Leute. Das gibt's doch nicht. Der immer noch.
Leute, ihr kennt es doch. Oder sehr viele vielleicht. Es juckt die Nase, während man irgendwas macht. Während man vielleicht eine Arbeit schreibt, während man irgendwann vor so einen Vortrag in der Schule hält. Ja. Alter! Schule! Ey! Elina! Also Bobby, stell dich mal auf den anderen Schalter. Alles klar, kein Problem. Ab in den Wasserpergamentum! Tempel. Voll geschafft. Jetzt kommen wir endlich in den Tempel hinein. Bobby, kommst du nicht mit in den Tempel? Was? Ich? Natürlich würde ich euch gerne in den finsteren, bedrohlichen Tempel begleiten. Das ist Zitter, dass ich zittere, ist nur, ey, das ist die Vorfreude. Aber leider bin ich vom vielen Schalterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich lieber hier aus. Bis später. Ganz sicher. Oh, warte. Ich komm mit. Na gut, dann müssen wir halt ohne Bobby los. Tschüss, Bobby. Dieser Name auch. Bobby. Oh, sieht geil aus. Und jetzt juckt schon wieder. Hey, sieh dir mal diesen Steinrachen da hinten an. Ist das das Wasserpergament, Tom? Bobby verpasst wirklich was. Alter, sieht schon geil aus, muss man schon mal sagen. Muss man halt schon sagen, das sieht gerade richtig episch aus. Das ist einer der epischsten Gegner, die wir gerade haben. Du hast deinen wertvollen Schnipselvorrat für meine Rettung eingesetzt. Übrigens, Schnipsel, die neben ein grundloses Loch fallen, verschwinden nicht. Also mach dir keine Sorgen. Okay, danke nochmal für den Tipp. Das heißt, die verschwenden nicht. Okay. Nein! Ah, die Krabben. Mal sehen, da kann ich doch auch nicht raufspringen, oder? Ich komme nicht rauf. Was sollen wir machen, Leute? Machen wir das mal so. Oh Mann, okay, das war jetzt einfach. Aber ich glaube, jetzt nehme ich hier mal die Glitzerstiefel. Ich glaube, wir können da nicht raufspringen. Weil die haben ja ihre Stacheln oben. Und wenn die Stacheln oben haben, dann... Ja, warte mal hier. Dann X. Oder nicht? Glitzer-Eisenstiefel. Läuft? Ja, nochmal. Schnipsel, komm mit. Ach komm, ich wollte den Erzangriff. Jo, jetzt genauso viele. Jetzt so viele. Guck mal Leute, ich habe die Toads nicht gebraucht. Ich bin auch selber klug. Wir brauchen glaube ich noch nicht, oder? Brauchen wir die? Ach, keine Ahnung, ob wir Glitzerstiefel für die brauchen. Die für die brauchen wir keinen, okay. Dann will ich jetzt mal auch testen, ob wir hier auch den Glitzerhammer für die brauchen. Wenn nicht, dann ja. Nee, brauchen nicht. Wir haben auch unseren Angriff halt erhöht, weil, ja, das heißt, Glitzerstiefel brauchen wir, glaube ich, nur noch bei Shy Guys, kann das sein. Am besten machen wir so, dass da hinten schon eingeschnipselt ist und wir jetzt noch ein paar Schnipsel kriegen. Thank you.
Also Leute, ich werde auch immer besser. Ich sag's oft, aber ich werde auch immer besser, muss man sagen. Und ich rutsche schon wieder unten. Ich glaube, das ist die Sache, weil ich halt schwitze und dann, weil Leder ist, rutsche ich doch manchmal auch so runter halt. Kann ich halt nichts machen. Aber dennoch gut, dass wir keinen Glitzerhammer brauchen oder generell Glitzersachen für diese Schwächlinge. Da können wir uns alles ein bisschen für den Wasserpergamenton-Kampf aufheben, weil wir werden eh wahrscheinlich mit den kämpfen. Der andere vorstellt. Ich glaube, die brauchen mehr als einen Hit. Easy peasy. Yay, ich werde auch immer besser. Was sind das denn? So, lass mal jetzt gucken. So, kriegen die jetzt schneller tot, da brauchen wir halt dafür die den Glitzerhammer. Glitzerhammer. Aber lass uns erstmal die hier töten. Weil das würde jetzt kein anderes ausmachen, aber ich glaube, die blauen Kram sind halt stärker, denn die halten auch mehr aus. Wieso habe ich die blauen Krabben nicht besiegt? Hey, die machen noch viel mehr Damage. Uff, okay, das ist ja scheiße. So, dann können wir jetzt aber raufhauen, weil jetzt werden die sterben. Egal was passiert, wir werden jetzt töten. Brauche ich jetzt eine Sonnenbrille, die ich jetzt hier aufsetze und dann... Ja. Also schon wieder, ey. Was ist das für eine blöde Nase, was ich da? Was soll das denn sein? Wahrscheinlich muss ich mal da irgendwas anderes stecken, denn da ist noch etwas anderes machen. Aber ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin aufgefallen. Lol, das war gerade wirklich Zufall. Ey, ey! Ey, du Dreckskrabbe! Das heißt, da hat doch eins gefehlt. Ach so. Alter, diese Dreckskrabbe hat mein Teil gestohlen. Bestraft werden. Aber generell, die Gegner sind gerade einfach, aber das gefällt mir auch gerade. Das gefällt mir gerade auch wirklich, dass die Gegner so ein bisschen leicht sind. Weil das macht gerade irgendwie ein bisschen Freude, natürlich. Manchmal muss auch stärkere Gegner geben. Kann ich natürlich auch ganz voll nachvollziehen. Okay, erstmal darauf einen Schluck. Erstmal einen Schluck darauf. Was soll ich machen? Muss ich jetzt jeden besiegen oder was? Darauf hätte ich eigentlich keinen Bock.
Ja, wir machen mal die Toads wieder ein bisschen übernehmen. Ich würde euch ja auch gerne mal zeigen, wie die Toads das so macht. Generell, man sollte das öfters machen und ich rutsche immer noch wieder. Das liegt halt daran nicht, dass das Spiel zu klein ist. Das ist halt wirklich wahrscheinlich, weil ich schwitze oder so. Weil es ist ja auch gerade erstens ist es Sommer und man schwitzt erstens so viel. Und die zweite Sache ist, Leder, dann rutscht er meistens runter, wenn Leder ist. Und dann siehst du, warte, kann man schlecht zeigen. Wenn man sich halt so anlehnt und irgendwann rutscht man halt so runter. Wie bei einem Stuhl, keine Ahnung, bei jedem Stuhl kann das passieren. Oh mein Gott, das war gerade richtig Glück. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt... Dass ich jetzt nicht treffe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich treffe. Ach komm, machen wir die Toads wieder, weil das verstehe ich wieder nicht. Wow, danke Toads. Ihr habt mir gerade das Leben gerettet einmal. Okay, ihr habt mir das Leben mehr gerettet. Weil ich glaube, jetzt wäre ich tot. Ich wäre jetzt tot. Oder keine Ahnung, ich hätte halt keine Zeit mehr. Wenn ich die Toads jetzt nicht eingesetzt hätte, hätte ich bestimmt noch eine Runde warten sollen. Oder müssen. Müssen, besser gesagt. Kanalkach, ja. Oh, was ist das für ein Ding? Oh Mensch, irgendwo hier etwas gesehen, das genauso viereckig zu verschieben war? Hm, wo war das nochmal? Das war wohl der Raum, den wir daneben haben. Also Olivia, dein Gedächtnis ist wirklich nicht so perfekt. Vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Na klar, die Kachel, die wir gefunden haben, passt natürlich hier rein. Siehst du genau die richtige Größe? Lass mal ausprobieren, ob wir als letzten als letzten Schritt diesen Kachel einsetzen. Genau so muss das sein. Oh mein Gott, ist das geil gemacht. Das ist episch. Schafft sie nun das an, das Wasser fließt, aber wohin fließt das? Das ist geil, das ist ein richtig geiler Tempel, finde ich. Der hat alles in Bewegung gesetzt. Alles in Bewegung. Jetzt hat sich das auch gedreht, oder? Ach, okay, Leute, dann haben wir noch die Minute. Ich glaube, wir haben. Komm, wir werden versuchen, auch das hier zu schaffen, oder? Oh ja, das Maul des Wasserpergamentums steht halt offen. Jetzt sieht es ganz überrascht aus, oder vielleicht, weil wir das super schwere Kanalrätsel gelöst haben. Aber komm, wenn wir das jetzt gleich schaffen, und hier ist ein Toad mal irgendwo. Ja, wir können es vielleicht noch schaffen jetzt. Oder wollen wir dann im nächsten Part lieber alles machen, den Kampf auch machen. Direkt Grabbe.
Starte mal, bleib genauso stehen. Alles klar, okay, der Kampf ist easy peasy. Let me peasy. Weil wieder das funktioniert. Gesagt wird. Mit sowas kenne ich mich halt nicht so aus. Ich bin hier auf meinen Typ. Also, ja, ich mache, was es so will. Also, halt, ich benutze so welche Wörter normalerweise nicht. Und, ja. Weiß ich auch nicht, wie es so ausgesprochen wird. Ja. Kann immer vorkommen, weil ich habe die Wörter halt kaum benutzt, die ich generell auf YouTube die ganze Zeit gesagt habe. Da habe ich eigentlich alle mit euch so gelernt, auch mit dem Discord-Channel und so. Ey, das ist eine Truhe. Du bist meine Rettung, Mario. Zum Glück hast du mich bemerkt. Ich dachte schon, ich müsste immer Tage als Fensterdeko in diesen nasskalten, vergessenen Tempel zu bringen. Alter, die sind irre. Die Toten sind einfach nur irre. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und stärker bist du so um dran. Ach, meine Rettung geht mir richtig an zu Herz. So sehr, dass du mir sogar ein Herz erschienen ist. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich das übe, erscheint vielleicht auch mal eine Pizza, wenn ich so besonders Hunger bin. Also, Leute, ich sag jetzt noch einmal, sammelt die Toads. Sammelt die Toads. Ich mein's halt ernsthaft. Ah. Jetzt zwei Eisenstiefel, gerne, danke. Habt ihr auch gewusst, dass hier eine Schatz, also. Ja. Alter, ich hab ja gerade gedacht, wir kriegen KP wirklich gerade plus. Aber es ist nur ein Schatz Mini, schade. Wenn man nochmal so leben plus, würde geil sein. Ich glaube, das passiert auch nochmal im Tempel. Genau das wollte ich nicht machen. Genau das wollte ich nicht machen. Ey, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Und Flap Flap gab's ja schon im ersten Gebiet. Deswegen sind kein Problem. Flap Flaps kriegen wir easy locker tot. Und eigentlich Koopas müssten wir auch ganz easy. Ja, kriegen wir eigentlich. Mach schon, hat's geklappt. Natürlich Toads. Hier sind meine Brodies. Hier meine Brodies. Also mit Toads habe ich mich wirklich angesteckt, muss ich leider sagen. Und es ist halt wirklich so, wir sind gerade stärker geworden. Alter! Man merkt, dass man immer stärker wird, wenn man diese KP plus Herzen kriegt. Also Leute, Toads retten ist wichtig. Ja komm, dann gehen wir nochmal ganz schnell hier rein. Vielleicht ist der Raum ja ganz kurz, aber das denke ich jetzt nie. Okay, Leute, wir beenden hier lieber den Part. Kann das sein? Okay, wir beenden den Part, wenn wir diesen Schatz Mini da haben. Oder die Schatztruhe. Dann kann ich gerne den Part beenden. Aber irgendwie will ich diese Schatztruhe noch haben. Deswegen. Deswegen müssen wir das noch machen. Neunzehn Schaden, das war schon krass, finde ich. Komm, wir hauen mir meinen Glitzer mal rauf. Ich denke jetzt so knappe 30. Weiß, ne?
Das nenne ich mal richtig anordnen. Ja, Toads. Ihr habt recht, das ist mal richtig anordnen, was ich immer mache. Und nicht immer die Toads benutzen, obwohl ich das eigentlich auch öfters mache. Weil, wieso sollte man die nicht benutzen? Und? Wäre ja unsinnig, wenn man die Toads nicht benutzt, die extra dafür da sind, um man Schwierigkeiten hat beim Schnipsel. Und ein Powerblock in Schatz Mini. Schatz Mini, fertig. Schatz Mini, fertig. Hier weiß, wo der andere ist, aber kommen wir noch nicht ran. Da haben wir, glaube ich, alle Schatzminis gesammelt. Bisher. Schatzminis, ja, okay, da fehlt irgendwie noch eins. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt an dieser Stelle den Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr mehr von Paper Mario der Origami King sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ja, wir sehen uns. Bis dann und ciao, ciao.